Zu der Sache mit den 40 Tagen, das ist eigentlich so ein alter Brauch. Also bei meinen Leuten, so gelesen, weiß ich safe, dass das noch so gemacht wird und gehandhabt wird. Und zwar, wenn die Mutter dann ein Kind bekommen hat, darf sie eigentlich sozusagen 40 Tage nicht. Was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Dienstag, der 11. Juni und wir haben es 8 Uhr. Genau, ich mache jetzt easy fertig für die Grippe. Ich habe mich schon fertig gemacht. Gell? Du machst jetzt Pipi? Nein. Okay, schau nicht. Okay, dann mach das. Ich habe mich schon fertig gemacht. Ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden. Und heute hatte ich ein bisschen Lust auf mehr, deswegen Augenbrauen gemacht und ich habe ein bisschen Concealer, nennt man das so? Ja, Concealer, drunter gemacht und ja, dass ich halt ein bisschen frisch ausschaue. Und jetzt warte ich auf ihn, der jetzt, ne, stille Örtchen benutzt. Dann bringe ich ihn in die Krippe und dann habe ich einiges zu erledigen. Ich muss auf jeden Fall zur Post heute, ich verschicke meiner Freundin, alten Freundin, nennt man das so? Keine Ahnung, mit ihr habe ich die Ausbildung gemacht und wir sind halt noch in Kontakt, genau. Ich verschicke ihr zwei Bücher für ihre Tochter. Eigentlich unwichtig, nein. Egal. Okay, Isla, mach. Bitte. Ja. Und Isi zieht heute dieses T-Shirt an. Ja? Das passt ja ein bisschen zu mir sogar. Und diese Hose. Ja? Er ist etwas erkältet. Er schaut draußen ein bisschen düster aus, aber ich glaube, es wird noch schönes Wetter. Ja. Isla, mach mal jetzt Zip. Du machst gar nichts, gell? Sultan ist daheim, deswegen können wir ohne die Kleine los. Ja, der bleibt daheim mit deiner Schwester. Na dann, sieht deine Pampers aus? Ja. Hallo. Hey. Ja. Hände hoch. Hey. Ja. Nein. Abends trägt Isi noch eine Windel, also in der Nacht, aber er pieselt nicht rein, also das ist schon seit 2 Wochen, aber ich traue mich immer noch nicht, ihm in der Nacht windelfrei zu machen. Mal sehen, aber eigentlich ist es ein gutes Zeichen, wenn er die ganze Zeit nicht reinpieselt, weil bevor er schlafen geht, geht er auf die Toilette und dann, wenn er halt in der Früh aufsteht, geht er auf die Toilette. Vielleicht sollten wir es mal probieren, ich glaube, er ist schon so weit. Und auch wenn wir rausgehen, da traue ich mich auch noch nicht ohne Windel, aber ich glaube... Wow, super! Aber ich glaube, ich fange an, ihn einfach Wechselklamotten mitzunehmen, falls er dann in die Hose macht, dass ich ihn das wechseln kann statt Windeln. Du brauchst noch hier einen. Hey. Ja, aber erst das und den Helm. Hey. Hey. Drinnen ist der Boot. Ja. Oh, cool. So, ich habe Isi jetzt gerade in die Krippe gefahren und war jetzt oben. Die Kleine schläft noch. Deswegen habe ich mir gedacht, fahre ich noch schnell zur Post und zum Türken und kaufe dort
schnell ein, also nicht lange, ich bin nicht lange weg. Ich habe sie ja schon gestillt, also ich habe zu Sultan gesagt, wenn sie wach wird, dann kann sie nicht Hunger haben. Oh Gott, dieser Aufzug geht mir so auf den Zeiger. Jetzt habe ich Geld vergessen, Leute. Ich habe einfach Geld vergessen mitzunehmen. Shit. Soll ich zuerst zur Post? Komm schon, schneller, OP. Ich bin soeben zu Hause angekommen und die Kleine schläft noch. Ich wollte sie jetzt eigentlich stillen. Und dann müssten wir nämlich los. Ich habe mir eine Butterbreze geholt, weil ich war noch im Rewe und habe Eier gekauft. So, dann schläft auch noch. Deswegen kann ich einfach ganz in Ruhe mein Frühstück genießen. Schaut mal, wer wach ist. Hallo. Sag mal hallo. Ja, ich habe sie jetzt gerade fertig gemacht. Das sind die Socken, die ich von Good Morning Florence bekommen habe. Also Flo, wenn du das hier siehst, dankeschön. Die passen gut zu diesem Jumper. Und die Prinzessin ist jetzt auch fertig. Ich habe sie gestillt, umgezogen. Und jetzt starten wir gemeinsam in den Tag, gell? Willst du was erzählen? Nee? Ach übrigens, vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Nachrichten zu meinem letzten Vlog. Also zu ihr. Ja, dass sie süß ist und so, bla bla bla. Dankeschön, hat mich gefreut zu lesen. Und ja, wir finden sie auch ganz toll und super. Gell? Jetzt hast du Schluck auf. Ja, die Kleine befindet sich jetzt in einem Schub. Und zwar den zweiten. Und sie ist jetzt viel ruhiger geworden. Also die letzten Wochen hat sie viel geweint. Also es ist immer so, sie will immer getragen werden. Ihr habt es kaum mitbekommen, weil ich das immer rausgeschnitten habe, wenn es dann losging. Aber sie wollte immer bei der Mama sein oder beim Papa, aber mehr bei mir. Und jetzt ist sie voll calm und ja, jetzt kann man sie auch schon 10 Minuten alleine liegen lassen. Das schafft sie. Davor war es echt, du legst sie hin, die fängt direkt an zu weinen. Und deswegen hat uns diese Wippe hier voll geholfen. Also ich habe einmal hier diese Wippe vom Baby Björn. Und da lag sie halt voll gern drin. Man muss sie halt ein bisschen wippen, weil sie es alleine noch nicht kann. Aber das hat mich immer zugelassen, dass ich meinen Haushalt machen kann. Und nebenbei musste ich sie halt so mit dem Bein wippen. Genau, aber jetzt ist sie voll gechillt. Ja. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs mit der Kleinen. Daisy. Nein. Okay. Islam war in der Grippe und Sultan hat ihn auch abgeholt. Sultan ist jetzt in die Schule gegangen. Es ist jetzt 19 Uhr. Ich wollte jetzt Islam baden. Islam, komm! Easy! Und solange die Kleine ruhig ist und dann kochen. Koko, komm mal her. Sie ist jetzt übrigens hier in der Wippe drinnen. Und mal sehen, wie lange sie es aushält. Islam, Hände hoch. Hände hoch, Hände hoch. Nein, lass das bitte drin. Bis Nansi. Ja, das gehört dazu. Hände hoch. Hey. Hose runter. Mama. Ja. Ja, erstmal Hose ausziehen. Unterhose ausziehen. Unterhose. Ausziehen. Ausziehen. Ziehen. Hey! Sag mal! Scheiße! Hey, das sagt man nicht. Der hat einfach seine Unterhose nach mir geworfen. Du, ne? Frech das. Islam ist so frech geworden. Nicht reingehen! Doch, ich muss da reingehen. Ich muss dich doch baden. Könnt ihr dabei die Kleine hier beobachten? Geh runter da jetzt. Nein, das ist nicht okay. Ich weine. Ich weine.
Wo? So, also wir sind immer noch dabei, unsere Routine zu finden. Ich will nicht. Jetzt habe ich den Easy fertig gemacht und jetzt wechsle ich ihr mal schnell die Windel. Aber dich mache ich erst später fertig, gell? Ich soll. Oh, vor. Open your mouth. Ha, ha, ha. Geh da runter, bitte. Ich hab bitte gesagt. Nee. Komm, runter. Wenn du runterfällst und weinst, mach das Licht aus. Bitte. Super, danke schön. Mama. Ja. Sie darf jetzt eine Runde Mickey Mouse schauen, damit ich in Ruhe kochen kann. Ja, aber jetzt erstmal schnell hier abspülen. Was ich euch noch beantworten wollte, also erstens wurde ich so oft gefragt, wann ich denn euch den Namen verrate. Wow, also das wurde wirklich oft gefragt und es ist nicht so, dass ich es euch die ganze Zeit geheim gehalten habe, weil ich nicht wollte, dass man es weiß oder so, oder weil ich extra Spannung aufbauen wollte. Das liegt nicht daran, es liegt einfach nur daran, dass... Also erstens war die ganze Zeit ein Hin und Her mit der Namensauswahl, weil das so einfach unnötig kompliziert wurde. Und ja, wir haben schon lange den Namen, ist auch schon in der Geburtsurkunde vermerkt. Und ja, auf jeden Fall, ich wollte halt erst den Namen euch bekannt geben, weil es halt die ganze Zeit so ein Hin und Her gab, wollte ich euch den Namen erst bekannt geben, wenn er auch zu 100% steht. Und das ist nur, wenn man, auf unserer Sprache heißt es Sona. Also das, ich habe mal verglichen mit einer Taufe, jemand hat geschrieben, das soll ich nicht so vergleichen. Also bei uns wird es auf jeden Fall so gemacht, wenn das Kind auf der Welt ist und den Namen hat, wird dann halt eine Sona gemacht. Islam ist krank. So gesagt wird der Name vor aller, ja, gesprochen sozusagen. Also ihr wird einfach der Name gegeben und dann werden halt Bittgebete gemacht und... Ja, da kommen halt Familien und Freunde zusammen und nachdem ist der Name halt safe, ne? Also da kann man nichts mehr dran rütteln und ändern. Das ist dann halt der Name, der für einen ausgesucht worden ist. Und ich wollte die ganze Zeit darauf warten, dass das gemacht wird. Wir wollten es eigentlich noch vor Fasten machen, also vor Ramadan. Haben wir aber irgendwie, hat Sultan, also das organisiert Sultan alles. Das organisiert auch meistens der Vater des Kindes. Bei uns gibt es immer so eine Feier. Das nennen wir eine Sona. Und zwar kommt dann die Familien zusammen. Das kann man auch mit dem 40 Tage verbinden. Also wir haben ja diese 40 Tage Regel, da wurde auch gefragt, was das denn ist. Die 40 Tage ist eigentlich so ein, aber erstmal jetzt kurz zu den Namen. Auf jeden Fall, den Namen werde ich euch verkünden und zwar am Sonntag höchstwahrscheinlich, weil dann wird dieses Fest gemacht. Dann wird eine Kuh, glaube ich, geschlachtet. Ja, ich glaube, das ist eine Kuh, die geschlachtet wird. Korrigiert es mich an meine Kotokoli-Community, korrigiert es mich, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe. Also eine Kuh wird geschlachtet und ja, und es wird Essen dann gemacht für die Leute und ja,
Es ist halt ein Zusammenkommen. Also in Ramadan kann man sowas ja natürlich nicht veranstalten, weil die Leute ja fasten. Und deswegen konnte ich euch den Namen noch nicht verraten, weil wir es halt vor Ramadan auch nicht geschafft haben. Zu der Sache mit den 40 Tagen, das ist eigentlich so ein alter Brauch. Bei mir, also bei meinen Leuten, so gelesen, weiß ich safe, dass das noch so gemacht wird und gehandhabt wird. Wenn die Mutter dann ein Kind bekommen hat, darf sie eigentlich sozusagen 40 Tage nicht raus. Es ist halt sozusagen das Wochenbett, was in Deutschland gilt. Plus es ist halt ein bisschen mehr, man darf halt nicht raus. Und an sich macht man nichts außer das Kind stillen und nicht mal Windeln wechseln müsste man. Aber das geht natürlich hier in Deutschland nicht. Man muss ja schon Arzttermine, Behördengänge und so alles erledigen. Aber zum Beispiel in Togo, meine Schwägerin, die Farida, die kennt ihr ja, die hat zum Beispiel voll gut gehabt. Sie hat nichts machen müssen, nicht kochen. Einfach nicht, sie müsste sich nur um das Kind kümmern, als ja, der kleine Siad auf die Welt gekommen ist. Und das ist halt bei uns diese 40 Tage. Wir laufen auch meistens alle ganz dick angezogen rum. Also ich war immer voll richtig fett angezogen, obwohl es warm draußen ist. Aber das hat halt auch was damit zu tun, dass ja, die Mutter nicht krank wird und halt, dass das Kind halt gut versorgt wird durchs Stillen und alles. Und das sind die 40 Tage und das sind halt, ja, das geht natürlich hier in Deutschland einfach nicht so wirklich. Aber wäre zum Beispiel meine Schwiegermutter nach Deutschland gekommen, weil sie hatte eigentlich vorzukommen, dann hätte ich nicht viel machen müssen im Haushalt, zum Beispiel gar nicht. Sie hätte eigentlich mir an sich alles abgenommen. Bei uns wird es halt zugemacht, immer wer Zeit hat, so Tanten zum Beispiel kommen dann vorbei. Die Kleine wurde zum Beispiel schon wirklich früh gebadet. Es heißt ja in Deutschland eigentlich, dass, also das sagen halt die Ärzte, man soll das Kind erst baden, wenn der Nabel abfällt. Bei uns macht man es anders. Also sie wurde eigentlich, warte, wir wurden am Sonntag entlassen. Und ich glaube, Dienstag wurde sie dann gebadet von meiner Tante. Die war dann hier, hat sie gebadet. Eigentlich wollte ich es aufnehmen, aber ich dachte, das ist einfach zu krass für euch. Aber wenn ihr das sehen wollt, dann ich verlinke euch unten in der Infobox ein Video. Da hat nämlich eine Nigerianerin, glaube ich, genau, die hat das aufgenommen. Dann könnt ihr euch das anschauen. Auf jeden Fall, so wird es dann halt bei uns gemacht. Das Kind wird dann halt gebadet und ja, die Mama muss nichts machen und so. Und da halt hier in Deutschland alle arbeiten und keiner wirklich Zeit hat, wechseln sich entweder die Tanten oder deine eigene Mama kommt dann vorbei und die wechseln sich dann halt alle ab, dass halt das Kind immer gebadet wird, die 40 Tage lang. Die Kleine wurde jetzt viermal rituellisch gebadet. Und sagt man rituellisch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde sie viermal gebadet, weil ja, wie gesagt, es ist nicht so viel Zeit so. Wäre meine Schwiegermutter hier, hätte sie das wahrscheinlich jeden Tag gemacht. Aber so ist auch in Ordnung. Und dann übernimmt halt nach 40 Tagen die Mama selbst, also in dem Fall zum Beispiel ich, das Duschen des Kindes. Aber natürlich habe ich sie früher geduscht. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles gut erklärt. Ja, nach den 40 Tagen darf sich dann die Frau auch zeigen sozusagen. Also dann wird eigentlich dann wird diese Feier gemacht, diese Namensnennung vor Gott, vor Allah. Ich hoffe, ihr habt das in etwa verstanden. Ihr könnt es gerne in den Kommentaren nochmal Fragen stellen und dann werde ich es nochmal so beantworten. Es ist echt nicht einfach mit zwei Kindern. Und vor allem, wenn man halt alleine daheim ist. Schaut mal, wer schon wieder wach ist. Ich habe gerade geduscht und mich bettfertig gemacht. Ja, ich glänze voll im Gesicht, weil ich mich gerade eingecremt habe und zwar mit meiner geliebten Shea-Sahne. Ihr habt mich ja ganz oft gefragt, was ich benutze für, ja, für meine Haut, mit was ich mich eincreme oder halt welche Seife ich benutze. Ich sage jetzt Seife, weil eigentlich Duschgel, aber ihr wisst, was ich meine. Ich sage hier ganz oft zu euch, ich creme mich nur mit Shea-Butter ein oder Vaseline, aber zu 80% benutzen wir Shea-Butter, Sultan auch, die Kleine auch und Islam sowieso. Und ich sage euch ja immer, ich kaufe meine ja aus dem Afro-Shop. Die habe ich geschenkt bekommen zur Geburt von der Dame, die im Afro-Shop arbeitet. Das ist Sultans Tante. Hier einmal Shea Butter an sich, das ist halt voll die feste Konsistenz, ihr seht das. Also da muss ich mir immer richtig rauskratzen, damit da was rauskommt. Ich habe aber in Kooperation mit
Unrefined. Einmal hier die hier zugesendet bekommen. Das ist einmal Shea Sahne und es ist auch butterweich. Also das ist wirklich eine weiche Konsistenz und mit der creme ich mich eigentlich seit, ich glaube, 2 Wochen ein. Ich bin ja sehr vorsichtig, was Pflegeprodukte betrifft, aber bei der kann ich nichts Negatives sagen, weil ja, es ist halt Shea Butter und die benutze ich ja eh schon. Und ich bin super zufrieden mit der. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Vlog erwähnt. Die ist vegan, tierversuchsfrei und hundertprozentig natürlich. Die benutze ich halt jetzt schon seit 2 Wochen und ich bin super zufrieden mit der. Und ich benutze auch zum Duschen jetzt Black Soap. Ich war immer sehr verängstigt von Black Soap, weil ich habe früher nicht so gute Sachen darüber gehört. Aber die von derselben Marke, also von Unrefined, benutze ich seit 2 Wochen und ich bin auch super zufrieden. Meine Haut verträgt die auf jeden Fall. Ich würde sie euch jetzt kurz zeigen, aber die ist jetzt gerade nass, weil ich gerade geduscht habe. Aber ich zeige es euch. Ja, die schaut halt jetzt gerade so aus. Ja, und die benutze ich halt zum Duschen und ich bin super zufrieden mit der. Also meine Haut verträgt diese 2 Produkte auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was ich euch jetzt eigentlich sagen wollte, eine von euch hat die Möglichkeit, diese Pflegeserie zu gewinnen, also einmal die Shea Sahne und einmal die Black Soap von Unrefined. Und das Gewinnspiel geht bis Sonntag, also bis zum 16.06. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst mir auf Instagram folgen, it is Mira Lima, und ihr müsst auch Unrefined Riches folgen auf Instagram und schreibt es in die Kommentare hier auf YouTube, schreibt in die Kommentare euren Instagram-Namen rein. Schreibt einfach rein, warum ihr die haben möchtet. Oder nee, schreibt es auch nicht, ich hasse das selber, wenn das jemand schreibt. Schreibt einfach nur euren Instagram-Namen rein, damit ich das natürlich abgleichen kann und die von Unrefined Riches auch. Genau, dann könnt ihr eine von den Pflegeserien gewinnen. Wenn ihr 2-mal mitmachen möchtet, auf Instagram läuft auch gerade ein Gewinnspiel. Unter diesem Post hier verlinkt ihr einfach 2 Freunde und folgt natürlich mir auf Instagram und Unrefined Riches. Also da werdet ihr 2-mal in den Lostopf geworfen, genau. Eigentlich war das Gewinnspiel für Instagram gedacht, also dass 2 Leute dort gewinnen können. Ich habe es mit denen ausgemacht, dass ich auch an meine YouTube-Leute hier, die eigentlich nur auf YouTube mir zuschauen, das verlose, genau. Also die, die kein Instagram haben, sollen einfach schreiben, ich habe kein Instagram und aber bin Abonnent von YouTube. Also du abonnierst mich auf YouTube und schreibst hin, ich habe kein Instagram. Und an die, die Instagram haben, haben halt nochmal eine Chance mehr. Ihr schreibt dann noch euren Instagram-Namen dazu. So, ihr kennt mich, ich bin immer bei allem ein bisschen holprig beim Sprechen. Aber dann habe ich das jetzt auch mit ins Vlog reingenommen. Wenn dieses Video online kommt, seht ihr noch, ich glaube, bis 22 Uhr meine Story. Da habe ich nämlich euch meine Skincare-Routine reingehauen. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Und wie gesagt, macht es dann bei Instagram auch noch mit. So, das war's dann von heute. Es ist nichts mehr passiert. Die Kleinen schlafen. So, dann ist auch schon da. Wir haben schon gegessen, ich habe geduscht. Und ich lege mich jetzt auch nur noch ins Bett. Werde diesen Vlog bearbeiten, damit der pünktlich um 19 Uhr online kommt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann ganz einfach in einem nächsten Vlog oder in einem nächsten Video wieder. Und schaltet es am Freitag ein, da kommt wieder ein Video. Ciao!